Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Yay, es gibt wieder einen Vlog von mir und ja, ich wünsche euch ganz viel Spaß bei dem Video. Ja, wir haben Freitag 10.15 Uhr. Ja, genau. Ich mache mich fertig und bin auf dem Weg dann zu meiner Mutter. Aber erstmal muss ich frühstücken. Und, entschuldige, Leo. Ja, erstmal muss ich mir was zum Frühstück machen, weil denn ich habe großen Hunger. Also dafür, dass ich gestern Abend spät ins Bett gekommen bin, Kopf weg, bin ich recht gut ausgeschlafen. Das kenne ich gar nicht von mir. Ja, bei meiner Mutter helfe ich mit, die kriegen eine Holzlieferung und... Da helfe ich mit, die wegzuräumen. Ja, da werde ich aber nicht vloggen. Dazu habe ich dann keine Zeit. Ich nehme euch morgen mit. Morgen bin ich auf ein Treckertreffen. Da übernachte ich und ja, da nehme ich euch mit. Also da nehme ich euch auf jeden Fall mit. Und ja. Ich will hier jetzt mal kurz. Jetzt umstecken hier. Ich habe hier noch einen Moment Zeit. Meine Katzen sind auch wieder dabei. Da unten ist der Mixchen. Und hier unten, ja, mein anderer Kater ist gerade raus. Ja, gestern Abend ist nicht mehr viel passiert. Gestern habe ich nicht gevloggt. Ich hatte es vor, ich hatte angefangen, aber gesagt. Mein Toast ist fertig. Mein Toast ist fertig. Lassen wir so. Stelle gefunden, um zu vloggen, um zu Holz abzudrehen. Gar nicht mal so schlecht. Einmal eine Gurke und einmal Kehrgarten gesalzen. Ich esse momentan getoastetes Toast mit Kehrgarten gesalzen und einfach nur Gurke drauf. Schmeckt richtig lecker. Und mich spricht halt dieses Gute an. Gesalzene Butter. Ja, ich bin heute nicht ganz so geschminkt. Weil ich fahre ja heute nur zu meinen Eltern. Und ja, ich hätte mal die Stufe mal ein bisschen höher drehen sollen. Meine Stimme versagt. Ja, ich fahre heute nur zu meinen Eltern und helfe da. Ich hoffe, dass mein Freund heute nach Hause kommt. Ja.
bei dem Trecker treffen. Den nehme ich euch ja mit. Filme ich so ein bisschen. Und ja. Köpfchen weg, mein Schatz. Ja, da filme ich so ein bisschen und da gucken wir dann mal. Gucken wir dann mal, was das für ein Vlog wird. So, natürlich eine Gurke. Also ich schneide mir immer 4 Scheiben Gurke für meinen Toast. Und die restlichen schneide ich mir so auf und die esse ich dann so. Ich muss mir wieder eine mitbringen. Ich habe mir gestern erst eine gekauft. Aber das seht ihr dann in meinem Einkaufshaul, den ich der Samstag online kommt. Genau. Also praktisch, wenn ihr das Video seht, ist mein Einkaufshaul schon online. Genau, da war ich in mehreren Märkten einkaufen. Und ja. Am nächsten, was sagst du dazu? Nichts, ne? Also mein Einkaufshaul ist ganz interessant. Würde ich mal vorbeischauen. Weil meine Katzen da auch mit spielen. Weil ich habe denen was mitgebracht. Und das filme ich da. Wie die das bekommen und so. So, jetzt brauche ich noch eine Schale für meine restlichen. Eine Schale und da kommen hoch die restlichen Gurken rein. So. Was denn? So. Ja, Essen. Kamera. Katzen. Los, Abmarsch. Los, ab. Komm hier, Mixen, komm. Was hätte ich mein Essen verloren? So. So. Gehst du bitte vom Tisch, mein Schatz? Guten Appetit. Ich bin gesättigt. Ich trinke jetzt noch was. Und dann tada! Habe meine Brille auf. Ja. Ich muss mich jetzt auf den Weg machen. Und ja, ich würde nicht sagen, ich melde mich, wenn heute Abend nochmal wieder. Bis später. Hallo meine Lieben, ich melde mich mal wieder zurück. Ich weiß nicht, ob ich die Aufnahme nehmen kann, dadurch, dass es so windig ist. Aber ich habe gestern Abend nicht mehr gefilmt, weil es ist alles anders gekommen als geplant. Ich bin hier, wie ihr es bestimmt hören könnt, an der Autobahn Nähe Dortmund. Ich bin mal spontan nach Dortmund gefahren und ja, gestern Abend, nachdem ich bei meinen Eltern mit dem Holz fertig war, bin ich dann mal spontan mit meinem Freund Richtung Polen an die Grenze gefahren, haben da jemanden abgeholt und jetzt sind wir kurz vor Dortmund. Und ja, wie ihr bestimmt sehen könnt, ich bin ein bisschen zerzaust und nicht geschminkt, also ungeschminkte Wahrheit, wie man so schön sagt. Ja, jetzt sitze ich hier am Rastplatz und vlogge ein bisschen für euch, weil ich kann nicht schlafen. Ja. Ich weiß nicht, ob ihr mich überhaupt versteht oder so, durch diesen Wind. Ja. Heute Abend wahrscheinlich fahren wir auf dieses Treffen, auf diesen Trecker-Treffen, was ich euch ja vorher gestern erzählt habe.
aber das wissen wir noch nicht so zu 100%. Weil wir müssen noch mein Auto von meinen Eltern holen, weil das haben wir da spontan stehen lassen, weil wir dann nach Polen gefahren sind, also an die Grenze von Polen, und der ja jemand abholt. Und ja. Ich hatte euch ja im letzten Vlog erzählt, dass ich ja meiner Freundin eine Karte geschickt habe, und ja, sie ist heute angekommen und ich habe eine Nachricht von ihr bekommen und sie hat sich sehr darüber gefreut. Und ich bin so happy, dass sie sich so gefreut hat, und es freut mich dann auch so. Und ja, ich muss ja nicht im Einzelnen sagen, was sie mir geschrieben hat, aber ich bin einfach nur happy, dass sie sich so gefreut hat. Ja, wenn mein Freund geschlafen hat, so gegen 2, fahren wir dann wieder Richtung Heimat. Die Leute denken sich bestimmt ja auch, was macht die denn da mit ihrem Handy und erzählt sich da rein. Aber das ist mir egal, mich kennt hier keiner. Ja. Das ist alles ein bisschen. Ich sitze hier so am Straßenrand. An einem Gebüsch, wie man so sieht, und durch den Wind sehe ich aus wie eine Furie. Ja. Ich kann mich ja mal so drehen. Könnt ihr ja mal die Autos mal sehen. Und da ist er. Wieder die ganzen Autos. Wahnsinn. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Ja. Wie die immer gucken, ne? Als ob die noch nie eine Frau mit dem Handy in der Hand gesehen haben. Aber was wir hier sehen könnt, ich bin noch etwas angeschlagen. Ich bin ein bisschen müde noch. Und ja. Aber ich denke mal, es wird dieses Mal kein langer Vlog. Der kommt dann, ja. Es ist jetzt auf jeden Fall, wenn ihr das Video seht, auf jeden Fall mein Einkaufshaul online. Schaut da auf jeden Fall mal vorbei. Ich verlinke es euch unten in die Infobox nochmal. Und ja, ich bin wirklich begeistert, so als ich mein allererstes Video hochgeladen habe, wie viel Feedback man da so bekommt. Und ja, vielen, vielen lieben Dank dafür. Und ich hoffe, dass euch mein Ja, ich denke mal, ich werde hier auch diesen Vlog beenden. Ich schätze mal, dass ich morgen wieder vloggen werde. Der kommt dann online, wenn das online ist. Das kommt Dienstag online. Das andere kommt dann donnerstags. Genau, meine Videos kommen immer dienstags, donnerstags und samstags online. Wie ich es mache, weiß ich noch nicht, ob dienstags und donnerstags Vlogs online kommen und samstags normale Videos, oder halt ob ich dienstags und samstags Vlogs hochlade und donnerstags normale Videos. Ich weiß es noch nicht. Kommt immer drauf an, worauf ich Lust habe zu filmen. Also schreibt mir mal unten in die Kommentare, ob ihr ein Foodhaul von mir mal sehen möchtet, wenn ich so einen Wocheneinkauf mache. Ob ihr das mal sehen, ob euch das mal interessiert, was ich so einkaufe und wie viel ich so ausgebe. Meistens gebe ich so viel für den Einkauf, weil ich ja sage. Schreibt mir das mal unten in die Kommentare, ob euch das interessieren würde. Ich beende jetzt diesen Vlog hier.